Leute, es wird ernst. Volle Konzentration, ja? Wir fahren hier gleich an einen Unfall. Ich bin schon so gespoilert worden, aber wir fahren gleich an einen Unfall. Das hier ist mein Auto. Ja, hier ist kein Schwein, aber egal. Da vorne ist der Unfall passiert. Wir werden jetzt hier halten. Pass auf, das hier ist ein sogenannter Unfallsimulator. Also im Endeffekt trainieren wir jetzt, und das ist gar nicht mal so unnütz, ja? Wir trainieren jetzt, wie wir in einer echten Situation uns verhalten müssen, wenn wir sowas sehen. Was zu tun ist, welche Schritte zu machen sind und so weiter. Finde ich ziemlich nice. So, unten links seht ihr eine Lebensanzeige von den Leuten, die wir, ja, im Endeffekt überprüfen müssen. Wir machen erstmal Blinklicht an. So, Warnblinker. Handy und die 110. Nee, das wäre Polizei. 112. 112 ist, glaube ich, ist 112 Rettungswagen? Ich glaube Feuerwehr und Rettungswagen, aber ich weiß es nicht. Wir haben ja auch aufgeschrieben, was wir tun sollen. Secure the area, turn the ignition of the vehicles. Ah, okay. Wir sollen die Motoren ausmachen. Okay, okay, okay. Hier komme ich. Oh, Alter. Darf ich das überhaupt auf YouTube zeigen? Oh Mann. Okay. Rein da, reinsetzen. Genau, jetzt machen wir hier den Motor aus. Ist natürlich hier easy, weil das Auto nur von der einen Seite verbeult ist. Oh, den geht's aber auch nicht gut, Bruder. Hier ist gar kein... Ach, der ist rausgeflogen. Jetzt sehe ich das erstmal. Okay, okay, okay. Es geht übrigens nach Zeit. Ich muss mich ein bisschen beeilen. So, und hier... Alter, hier hinten brennt's noch. Okay, okay. Ah, da komme ich nicht rein, weil die... Hier komme ich rein. Oh, shit, Omi. Omi, es wird alles gut. Ich komme da nicht rein. Ich kann den Motor hier nicht ausmachen. Ach, doch. Ah, ich hab's ausgemacht. Okay. Jetzt müssen wir die Gefahrenstelle hier absichern. Dazu habe ich natürlich mein Geodreieck im Kofferraum. So, warte mal. Emergency Warning. Genau. So, das müssen wir auch im Ernstfall machen, ne? Habt ihr vielleicht schon mal auf der Autobahn gesehen? Ich weiß gar nicht, wie ist denn der Abstand? Gibt's da nicht sogar einen vorgeschriebenen Abstand? Den weiß ich gerade gar nicht. War das irgendwie so 90 Meter? Oder 70? Alter, ich wüsste das nicht. Also, es ist im Unfall eh egal. Du stellst es halt irgendwie gefühlt weiter weg so, aber das hat man, glaube ich, in der Fahrschule gelernt, wie weit das weg muss. Warte mal, ich habe ja nur eins. Oh Mann, ich muss mich vor allem um die Leute... Ach du Scheiße! Okay, okay, warte, warte. Fire, fire, fire. Oh shit. Oh shit. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ha, brenn doch nicht! Junge! Alter, nein! Was ist denn, wenn der jetzt gleich alle... Alter, Kacke. Ich mach direkt das Feuer aus. Oh ja, da sehe ich schon. Put out the fire, okay. Put out the fire. Hätte mir. Alter. Okay, okay. Aus, 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 aus. Aus! Aus! Wieso ist das nicht aus? Okay, warte, scheiß drauf. Zweiter. Oh ja, das sieht gut aus. Oh ja, das sieht gut aus. Oh, put out the fire, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay, gut, weiter geht's. Jetzt müssen wir den ganzen Krempel nochmal machen. Okay, wir müssen jetzt wieder die Dreiecke aufstellen. Ist ja wichtig, ja? Ist ja wichtig, damit andere Verkehrsteilnehmer wissen, was hier passiert ist. Oder das, was passiert ist. Sie wissen ja nicht, was passiert ist. Hinstellen, so. Also jetzt, oh Gott. Genau, ich schüttel die jetzt. Genau, die reagiert erstmal nicht. Check Breathing. Was ist hier noch? Unbuckle the Seatbelt. Ah, okay. Open the Airway. Okay. Das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Okay, oh, die hat eine Verletzung am Hals. Okay. Ah, ich gebe das direkt durch quasi, okay. Wir machen... Ach, Kacke, da komme ich nicht rein. Hier komme ich aber rein, hier komme ich rein. So, wie geht's dir? Oh, das ist ein Kind. Oh, das ist ein Kind, okay. Hey, can you hear me? Okay, schütteln. Ah, ich höre noch was, glaube ich, oder? Okay, let's go. Das machen wir jetzt im Schnellverfahren, Alter. Ich bin Profi. So, hier ist das Kind, Alter. Erstmal drauf treten. So, zack. First Aid. So, Handschuhe. Dann Open Mund, genau. Dann Maske da drauf. Und let's go, Alter. Eins. Zwei. Nein, zwei. Drei. Vier. Fünf. Oh, das war's schon. Okay, checken, checken. Nein, 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 checken. Ah, er atmet. Okay, geil, Alter. Okay, let's go. Wegtun. Jetzt stabile Seitenlage. Genau, Arm hoch. Oh, die muss... Stimmt, unter den Kopf. Ich erinnere mich, Alter. Alles kommt zurück. Boah, das Ding ist, jetzt mal for real, ich würde das nicht genau wissen, was ich machen müsste tatsächlich. Das ist echt ein geiles Spiel, weil ich hier gerade echt wieder lerne, wie ich eine stabile Seitenlage mache. Das ist voll gut. Trap by Seatbelts. Okay, warte, ich helfe dir. Seatbelt ist weg. So, komm, pull out. Auf geht's, komm. Okay, Mund auf. Ah. Dann die Maske. Dann rein. Und los geht's. Nee, warte. Ach, Chest Compression. Okay, let's go. Okay. Ich muss den Rhythmus finden. Ja, okay. Slower, slower. Okay, nein, halt. Mach das slower. Ja, perfekt. Faster, faster, perfekt. Okay, perfekt, faster, okay. Ja, perfekt, perfekt, okay.
Nur Highscore. Geil. Okay, weiter geht's. Komm, in die Fresse, in die Fresse. Es muss in die Fresse gehen jetzt. Okay. Warte, wie hört er sich an? Ich höre gar nichts. Bin ich gerade so blöd? Habe ich es geschafft? Alter! Polizei! Nee, Krankenwagen. Krankenwagen, Alter. Alter, wir sind der geslidet, Junge. Okay, haben wir geschafft, oder? Blut. New Objects. Ach so, stimmt. Ich bin ja gleichzeitig auch Spezialermittler. Warte mal, jetzt kann ich ja mal ein bisschen rumschauen, ne? Jetzt habe ich ja Zeit, Alter. Ambulanz 112. Ich glaube, das ist ein schwedisches Spiel. Oder was haben wir hier so? Ja, es steht für Schweden. Ich würde jetzt mal sagen, der hier ist schuld, der ist rausgeflogen und die sind draufgeknallt, Alter. Meine Analyse. Jetzt bin ich gespannt. Ich muss ja jetzt, die Hinweise sammeln. Oh, ein Clue. Okay, hier haben wir... Irrelevant, okay. Also ich glaube, hier finden wir das meiste. Irrelevant. Alter, ich fühle mich wie ein Detektiv, Junge. Okay. Ich kann hier nicht rein. Was gibt's denn für Hinweise? So normalerweise. Also wir haben jetzt hier Glasscherben und wir haben Bremsspuren. Okay, was ist hier so? Nee, das sind unsere Feuerlöscher. Footprints. Ist da etwa jemand? Aha. Sidemarks? Okay, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Irrelevant. Warum sind Pfützen nicht relevant, Mann? Warte mal, vielleicht finde ich ja hier drin noch was. Broken Windshield. Ach so, das ist ein Clue. Hätte ich nicht gedacht, nachdem der Typ hier unten lag. Dankeschön. Okay, ein Hinweis fehlt uns noch. Warte mal, hat man hier irgendwie eine abgebrochene Handbremse oder... BCDE. Er war nicht angeschlossen, Alter. Das ergibt alles... Sinn. Warum schließt man sich auch nicht an? Gut, ich glaube, wir wissen, was passiert ist. Also, ein Wildschwein steht auf der Straße. Ingolf Hult changed die Lane, um das Schwein zu umfahren. Truck Driver hat kein Seatbelt an. Die Frage ist, das hat er ja die ganze Zeit. Also eigentlich könnte das sogar an anfangen. Das ist natürlich jetzt geil, weil man nicht weiß, ob das jetzt richtig ist. So. Das ergibt alles Sinn jetzt, ne? Wildschwein steht auf der Straße. Okay. Finish-Szenario. Nice, Alter. Jacob Harrelson ist mein Name. Ich bin alive. Ach nee, das bin ich gar nicht. Geil. Geiler Typ. Sieht so unglaublich creepy aus, ey. Okay, End-Szenario. Woo, dafür steht die Polizei. Haben wir richtig gut gemacht. Richtig gut. Okay. Das war das Game. Ja, das war ja im Prinzip auch nur eine Demo. Das richtige Spiel gibt's noch gar nicht. Ja, Mann, so einfach kann's gehen, oder? Wir haben... 3 Leute gerettet heute. Ist das nicht nice? Ich muss ernsthaft sagen, ich wusste nicht mehr ganz genau, wie eine Seitenlage geht. Wusstet ihr es? Ihr müsst es ja spätestens, wenn ihr dann einen Führerschein haben wollt, auch wissen. Dann müsst ihr ja so einen Test machen. Ich weiß gar nicht so, wo man den macht. Beim Roten Kreuz, glaube ich. Wenn ihr also noch keinen Führerschein habt, ja, und ihr wisst nicht, wie ihr die stabile Seitenlage machen wollt, dann bam, Alter, einfach Video anschalten. War der die ganze Zeit da, der Faden? Geil, Alter. Polizei. Junge, ihr habt echt was gelernt heute. Geil. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.